Guten Morgen. Heute nehme ich euch mal mit zu meiner Arbeit, sodass ihr sehen könnt, was ich so den ganzen Tag mache, wenn ich mal nicht gerade der Mann von Mami Seelen bin. Meine Tasche ist mir immer mit dabei. Heute wird es wahrscheinlich wieder richtig schön sonnig werden, aber davon werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel mitbekommen. Oh nee, das ist ein Auto enteisen. Gestern haben wir doch draußen gegrillt. Da steht noch der Grill. Und dann geht's auch schon los. Bis gleich. Ich bin angekommen. Oh, jetzt muss ich schon die Tasche mitnehmen. Bitte. Ich könnte auch zu Fuß gehen, aber das sind jetzt 5 Stockwerke. Heute Morgen habe ich da keine Lust drauf. Da bin ich hier richtig. Ach, das ist aber nett. Wie jeden Montag und Freitag kriege ich Kaffee. Hallo, ich nehme dich heute wieder mit durch meinen Alltag. Heute ist nämlich ein wenig Aufregung angesagt, denn später hat Johann seine Kampfsportprüfung. Da macht er seinen nächsten Gürtel und ich glaube, das ist von der Farbe her der weiß-schwarze. Er hat nämlich im Moment den weiß-braunen, also müsste der schwarze, glaube ich, als nächstes kommen. Die Kinder sind gerade auch alle draußen, also Johann, Clara, Elisa auch. Die beiden haben sie auch angezogen, also Schuhe angezogen, Jacke angezogen, dann waren sie draußen. Ich muss, glaube ich, bald gar nichts mehr machen zu Hause, weil den Tisch abgeräumt hat auch Clara, ganz alleine. Wir haben nämlich gerade zum Mittag gegessen. Abwischen wollte ich noch und einmal das Geschirr in die Spülmaschine tun. So, das ist einfacher. Ich weiß auch nicht, was mit Clara im Moment ist, aber sie übernimmt im Moment wirklich richtig viel Verantwortung. Also gerade was Elisa betrifft, egal ob es einmal Beschäftigung ist, einmal mit ihr zu lesen, mit ihr zu spielen oder eben auch dieses Abräumen. Also ich finde das natürlich ganz toll. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass sie so von sich selbst immer fragt, Mami, kann ich dir helfen? Kann ich jetzt abräumen? Zum Mittag gab es übrigens hier einmal Nudeln mit Tomatensauce. Nichts Besonderes, aber schmeckt den Kindern halt immer so gut. Und dann habe ich hier drin nochmal gefüllte Sachen, Gemüse gefüllt, also Paprika und auch mal Zucchini. Das ist auch mal ganz gut, also einfach ausgehöhlt und dann alles reingestopft mit Hack und auch mit Reis. Und auch wieder mit der Soße, also mit Tomatenmark angemischt und richtig lecker. Wird die Soße immer so schön, so richtig lecker. Ich weiß nicht, im Moment schmeckt mir das richtig gut. Sind die hier gerade, die Kinder? Ja, ich glaube, die spielen hier hinten gerade, weil vielleicht hörst du es im Hintergrund, den Hund, den Nachbarshund. Der bellt nämlich, da, schon wieder. Der bellt die ganze Zeit immer, wenn die Kinder hier draußen im Garten spielen. Ja, das ist auch so ein ganz großer Hund. Und die Nachbarin hier drüben hat sich wohl auch schon beim Nachbarn beschwert, weil ihre kleinen Kinder schon Angst haben, im Garten zu spielen, weil der Hund echt groß ist. Also der macht einen schon ordentlich Angst. Ja, das ist so ein bisschen typisch, glaube ich, so Nachbarschaftssachen, oder? Eigentlich verstehen wir uns mit allen Nachbarn gut. Nur das mit dem Hundegebell, also so schlimm finde ich es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also gerade so zur Mittagsschlafenzeit, wenn Elisa schläft, dann weiß ich nicht, schläft sie auch einfach weiter, wenn der Hund bellt. Es ist eigentlich nicht so wild, nur, ja, er bellt halt die ganze Zeit. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, dass ich heute mit einer anderen Kamera filme, also mit der alten Vlogkamera. Das ist die mit diesem Fischei-Objektiv. Und zwar hat es den Grund, dass Justus meine neue Kamera einfach mitgenommen hat. Ich weiß nicht genau, was er damit vorhat, aber er meinte, er möchte auch ein bisschen vloggen. Da bin ich ja mal gespannt, was wohl daraus geworden ist. Aber er hat mir eben schon eine WhatsApp geschrieben. Und zwar hat er etwas über Ostern gebucht. Also ganz alleine, ich weiß nicht, wohin es geht. Über 3 Tage soll es gehen und ich bin richtig gespannt. Also ich wollte ja eigentlich was buchen, weil ja, ich finde es zu Hause wirklich am schönsten. Aber ich finde, man kann auch mal was Neues sehen. Gerade für die Kinder ist es immer ganz schön, wenn man ein wenig Tapetenwechsel hat. Und für uns natürlich auch. Und er will mich wirklich komplett überraschen. Er will mir überhaupt nicht sagen, wo es hingeht. Aber ich glaube, wenn es ans Kofferpacken geht, dann muss er es mir ja sagen. Ob ich jetzt irgendwie warme, kurze Sachen einpacken muss oder doch normale. Aber wenn es soweit ist, dann nehme ich dich auf jeden Fall mit. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wo es hingeht. Kannst mir ja auch nochmal schreiben, wie dir die Kamera gefällt. Jetzt hast du ja eigentlich den direkten Vergleich. Ob dir das überhaupt aufgefallen ist mit dem Fischei? Ist schon anders, oder? Also ich sehe mich zumindest hier ein bisschen anders.
Ich könnte schon wieder das Haushaltslied singen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Ach, guck mal, und wir haben hier richtig schöne Tischdeko jetzt. Das war Justus. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Im Moment ist er so im Deko-Fieber. Jetzt hat er hier diese Äste gekauft. Ich glaube, die sind auch wieder von Depot. Und hier hinter sind auch nochmal so ein paar hübsche Blumen. Also ist alles Plastik. Dann steht hier noch so ein kleines Körbchen. Das habe ich gemacht. So Schmetterlinge und so ein paar Eier. Die sind aus Styropor, glaube ich. Also fühlt es sich an. Und den Blümchenstrauß. Finde ich auch richtig hübsch. Ja, ich finde, man merkt richtig, dass jetzt Frühling ist. Also das Wetter draußen ist echt toll. Die Sonne scheint und blendet hier richtig rein. Aber ich merke es auch hier schon an meiner Nase. Ich bin ja Heuschnupfenallergikerin und das kribbelt jetzt schon ordentlich immer. Ach stimmt, da wollte ich dann auch nochmal zur Apotheke und mir nochmal ein paar Sachen holen. Also ich benutze dann immer so ein Nasenspray, dann benutze ich noch Chromoglycin-Augentropfen. Die sind ja eigentlich vorbeugend, wirken bei mir aber sofort. Und dann brauche ich noch, ja, ganz normal, typischerweise Tabletten. Ja, die Allergie, so das leidige Thema jedes Jahr immer wieder. Freut man sich nach dem Winter auf den Frühling und dann hat man so eine Nase. Ja, das ist hier in meinem Büro und wie man sieht, bin ich nicht ganz alleine. Hier in der Ecke steht Johnny, ein sehr bewährter Mitarbeiter. Keine Widersprüche, macht seine Arbeit immer genau so, wie er machen soll. Also perfekt. Aber es ist halt doof, dass ich mir teilen muss, das Büro. Jetzt muss ich erstmal den Computer anmachen. Ja, wie man unschwer erkennen kann an dem Gehirn, bin ich eigentlich Neurologe. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Gehirn. Zum Beispiel bei Patienten oder Menschen mit einem Schlaganfall oder Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose. Das sind so die typischen Krankheitsbilder, mit denen ich mich beschäftige. Mein Schwerpunkt oder mein Lieblingsbereich ist die Epilepsie und seltene neurologische Erkrankungen. Meistens sind das so reaktive Erkrankungen. Das sind so Erkrankungen, die aufstehen können, wenn man eine schwere Erkältung hatte. Und meistens so etwa 14 Tage später kann man plötzlich eine schwere Erkrankung bekommen. Ich mache erstmal hier Computer. Er hat noch nicht gestartet. Braucht noch ein bisschen. Gut. In der Zwischenzeit kann ich mir ja mal einen Kaffee holen. Aber nicht weiter sagen, ne? Nancy wird sonst sauer auf dich. Ja, was braucht ein Neurologe? Ein Neurologe braucht einen Hammer für die Reflexe und andere Sachen. Und eine Stimmgabel. Damit kann man die Sensibilität, also das Gefühl, prüfen. Die kommen jetzt gleich, das dauert noch ganz lange. Und ich gehe erstmal Briefe durch und Korrekturen und blablabla, also die ganze Verwaltung, bis es dann losgeht mit den Patienten. Aber die darf ich natürlich auch nicht zeigen, weil das ist ja ein bisschen Patientengeheimnis und so. Jetzt kommt die Reinigungshilfe, jetzt muss ich... Ich habe eine Weile lang sehr, sehr viel gearbeitet. Als Oberarzt arbeitet man auch viel, aber ich habe früher sehr, sehr viel, 90 Stunden pro Woche gearbeitet, jedes Wochenende. Habe auch eigentlich nicht wirklich mitbekommen, wie Johann und Clara das dritte bzw. vierte Lebensjahr erreicht haben. Also das hat nur Nancy alles geschafft. Das habe ich aber gebraucht, die Zeit, um mich hochzuarbeiten zu einem Oberarzt. Und jetzt habe ich einfach auch mal ein Wochenende frei und kann mich auch mehr um die Familie kümmern. Das heißt, erstmal die Mails durchgehen. Was für Katastrophen sind alles passiert in den letzten 24 Stunden? Gar nicht so viele. Höchstens 30. Isolation wurde aufgehoben, das ist gut. Die ganzen Patienten, die jetzt heute kommen, die muss ich verteilen auf die Assistenzärzte und Psychologen, die noch da sind. Und dafür brauche ich aber erstmal die Namen der ganzen Patienten. Die muss ich jetzt erstmal holen. Ja, Nancy und ich wollten das nicht so schnell veröffentlichen, dass ich im Arzt bin, weil es schon sehr viele Menschen gibt, die natürlich Probleme haben und mich dann anmailen und Fragen stellen, aber es ist viel zu viel. Denn ich habe hauptberuflich einfach so viel damit zu tun, dass ich nicht noch nebenher Mails beantworten kann. Meine Vedierliste. Vedierliste heißt Briefliste und die ist proppenvoll. Das heißt, ich werde heute Stunden damit verbringen, die Briefe der Kollegen zu korrigieren. Jetzt treffe ich mich gleich direkt mit den Assistenzärzten und den Psychologen und die können mir dann ganz viele Fragen stellen zu schwierigen Patienten oder zu schwierigen Krankheitsverläufen. Und ja, danach habe ich direkt Oberarztvisite. Im letzten Frage-Antworten-Video gab es eine Frage, beziehungsweise es gibt seit jeher eine Frage, die ich bisher immer nicht beantwortet habe, die aber immer sehr, sehr, sehr häufig gestellt wurde. Und zwar ist es die Frage danach, was Justus denn beruflich macht. Und die Frage habe ich bewusst immer nicht beantwortet, weil ich immer versuche, also ich finde, meine Aufgabe als Ehefrau und Mutter ist es natürlich, meine Familie zu schützen, meine Familie zusammenzuhalten. Und ich wollte das eben nicht erzählen, weil es ist etwas von Justus und
Das ist seins. Also das ist sein Beruf, das ist ja auch privat und ich wollte das deswegen auch nicht so kommunizieren. Das ist auch derselbe Grund, warum er überhaupt am Anfang nicht zu sehen war. Also genauso wie die Kinder wurde er quasi zensiert, also ihn konnte man immer nicht sehen, aber er wollte halt immer. Also er fand das ganz lustig, das mit YouTube und ja, er wollte mitmachen, er hatte Spaß daran, deshalb hatten wir dann irgendwann entschieden, dass er auch mit in den Vlogs zu sehen ist. Und er hat jetzt quasi auch entschieden, dass er gerne zeigen möchte, was er beruflich macht. Und deswegen kann man das ja auch ruhig sagen. Also er ist Arzt. Genau, ich meine, viele wissen das auch schon. Also es ist jetzt kein Riesengeheimnis eigentlich gewesen. Es war nur etwas Unausgesprochenes von mir gewesen. Es war in dem Sinne kein Geheimnis, weil er ja auch auf YouTube einen eigenen Kanal hat mit seinen Arztthemen. Streitigkeiten draußen, Geschwisterliebe nennt man das ja. Auf seinem Instagram-Kanal, in seiner Insta-Story, hat er ja gerade in letzter Zeit total viel eigentlich gevloggt mit so einem Skelett im Hintergrund. Hatten schon ein paar gefragt, warum war es ein Skelett im Hintergrund? Deshalb war es einfach nie ein Geheimnis gewesen, aber jetzt habe ich es auch mal ausgesprochen, ja. Justus kann jetzt auch darüber sprechen. Wir hatten ja damals zusammen studiert, also er Medizin und ich Jura. Und über diese Zeit des Studiums, da haben auch ein paar gefragt, ob wir darüber nicht nochmal so ein Video machen könnten, ein paar Fragen beantworten. Können wir auch machen. Also eigentlich steht dem ja nichts mehr entgegen. Von daher mache ich vielleicht bald wieder so einen Aufruf auf Instagram, dann können wieder Fragen dazu gestellt werden. Na ihr Süßen, schon im Sandkasten gebuddelt. Ja, Elisa, hast du Sand in der Schaufel? Ich siebe ein bisschen. Okay, aber du weißt, der Sand gehört in Sandkasten, Johann. Ja, aber da sind Steine. Ja, aber das gehört in Sandkasten, mein Schatz. Das mache ich auch. Ach so, okay. Gut. Ja, Elisa, zeig mal. Mami, komm mal rüber hier gesprungen. Das ist ja ganz toll hier. Mit der tiefen Mauer. Zeig mal, Mami. Was schaufelst du denn? Ganz viel Sand. Wo ist denn die Clara? Clara holt gerade Wasser. Elisa, hast du deine Mütze ausgezogen? Müssen wir aber eigentlich wieder anziehen. Ich glaube, du brauchst ein Taschentuch. Die Nase läuft so ein bisschen. Mami holt mein Taschentuch. Nee, Elisa, lass mal die Mütze auf. Guck mal, Mami hat sie gerade extra... Nee, nicht aufmachen, Elisa. Das macht doch nichts mit der Mütze. Die stört doch gar nicht. So. Ja, Elisa war nämlich die letzten Tage erkältet. Hatte sie so eine richtige Schnatternase. Sie hatte auch Fieber. Hatte sie aber eigentlich nur einen Tag ganz schlimm, ganz hohen Fieber. Und dann einen Tag ein bisschen Fieber. Und dann war es auch schon wieder weg. Also zum Glück war es nicht so lange. Aber jetzt ohne Mütze draußen rumlaufen muss, glaube ich, trotzdem noch nicht sein. Nee, Elisa, lass mal deine Mütze auf. Elisa, Shami, guck mal, jetzt hast du einen Doppelknoten gemacht. Jetzt ist ein Doppelknoten, Elisa. Elisa, komm mal meine Nase putzen. Komm her. Oh, du hast da was hängen. Komm mal her. Kann man Nase putzen? Auf dem Boden. Und gleich wasche ich mir die Hände. Nochmal ganz doll. Super. Nochmal. Und nochmal. Super, jetzt ist alles draußen. Jetzt müssen wir aber noch die Mütze wieder aufziehen. Das nützt nichts, Elisa. So, siehst du, jetzt kannst du wieder weiterspielen. Ich habe extra für dich Federn gemacht. Guck mal da. Hast du so viele Daunenfedern gefunden? Wo hast du die denn gefunden, Clara? Hinterm Haus. Ach, okay. Und danach wasche ich mir die Hände. Elisa, wenn du magst, kannst du auch Bobbycar fahren. Mami, stell das mal hier hin. Hier kannst du besser damit fahren als da auf dem Rasen. Clara holt sich auch ein Bobbycar. Könnt ihr zusammen um die Wette fahren. Ja, immer hoch. Egal, wenn nicht. Ja! Mami macht einmal super Speed, okay? Achtung, festhalten. Mami kann nicht mehr, jetzt muss Johann. Kommt der große Bruder schon. Mamis Rücken. Kinder toben jetzt noch draußen rum. Und ich suche schon mal die Sachen für Johann raus. Er braucht nämlich zu seiner Prüfung natürlich auch seinen Kampfsportanzug. Der muss auch ordentlich sein, gebügelt sein. Also da achten die schon sehr drauf. Mal kurz gucken, in welchem Schrank er die hat. Ich glaube hier.
Hier ist seine Hose, dann sein Oberteil kann er sich aussuchen, ob er entweder das T-Shirt anziehen möchte. Ein ganz normales, schlichtes, schwarzes Shirt oder eben sein Kampfoberteil. Das sieht so aus, dann kommt hier unten eben auch noch sein Gürtel hin, da hat er auch schon ganz viele verschiedene Farben gesammelt. Also zu jeder Farbe gibt es ja immer eine Prüfung und dann steigt man höher und höher. Das ist jetzt im Moment seine höchste, also das Braun-Weiß oder Weiß-Braun nennt man das ja, glaube ich. Also man fängt natürlich mit Weiß an. Warum zeige ich das überhaupt? Also ist das so interessant. Dann kommt Gelb, dann kommt Orange, dann kommt Blau und Grün kommt dann auch noch irgendwie. Genaue Reihenfolge weiß ich gar nicht. Ich frage ihn einfach mal gleich, ob er T-Shirt anziehen möchte oder seinen Kampfanzug. Er mag lieber T-Shirt, weil er so ein Junge ist, der ja schnell warm läuft. Also so wie Justus eigentlich auch. So sind beides Heizungsmänner. Kann man sich immer so schön dran wärmen, wenn einem kalt ist. Die beiden, die haben immer so eine Grundhitze. Urkunden bekommt man auch zu jeder Prüfung. Da hat er also auch schon einige zu Hause. Haben wir auch welche aufgehängt in unserem Zimmer. Und gleich geht's auch schon los. Also in einer halben Stunde wollen wir losfahren, weil es ist immer so voll. Ganz viele Eltern sind dann da zur Prüfung und schauen zu und feuern natürlich auch an. Und da wollen wir auch noch einen Platz für kriegen. Das heißt, ich fahre gleich mit Johann, Elisa und Clara hin. Justus kann leider nicht dabei sein, weil er bei der Arbeit ist. Aber wir haben auch genug Power, um ihn da anzufeuern. Ach so, hier, ne? Das nur für Nancy, das ist jetzt kein Kaffee, ganz gewiss nicht. Guck. Wie versprochen, ich trinke fast keinen Kaffee mehr. Ja, ist ja schon ein bisschen später im Verlauf des Tages, also kurz vor Mittag. Ich habe mir ein bisschen was eingepackt, ein Smoothie. Den habe ich eben gerade live getestet, habe ich bei Instagram gezeigt. Hat interessant geschmeckt. Ich habe es auch brav nicht ausgetrunken, sehe ich gerade. Grünkohl und Blaubeere, sage ich nur. Gleich gehe ich noch einkaufen und dann zeige ich euch, was ich einkaufe, wenn ich bei der Arbeit bin, weil ich ja dann für die Woche einkaufe, das, was ich hier mittags esse. Das war es eigentlich schon mit meiner Mittagspause, denn unten gab es einen kleinen Notfall. Das heißt, ich muss nochmal aushelfen. Ich kann jetzt nicht mehr essen gehen, die Mittagspause ist nämlich schon vorbei. Ich habe mich sehr erholt. Jetzt muss das ausreichen, was ich bei mir noch in der Schublade habe. Ich glaube, da waren noch ein paar Dattel. Es ist jetzt gerade gegen 17 Uhr, also jetzt ist langsam auch die Arbeitszeit zu Ende. Und vielleicht schaffe ich es noch zu Johanns Kampfsportprüfung. Also ich packe jetzt schnell meine Sachen zusammen und fahre dahin. Und ich denke, jetzt kann ich mich auch verabschieden. Jetzt wisst ihr auch, was ich tue, wenn ich mal nicht gerade der Mann von Mami sehen bin. Gleich geht's los. Alle zusammen, Familienfoto. Noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten, dann geht's los. Ja, Johann, aufgeregt? Das wird schon. Sehr gut. Ich bin ja aufgeregt. Bist du aufgeregt? Nein, brauchst du nicht, Johann. Guck mal, wir sind alle da, um dich anzufeuern, ne, Clara? Sind alle da. Clara ist da, Elisa ist da, Mami ist da. Okay, dann geh mal. Ja. Viel Erfolg. Wird einmal gekuschelt. Ei, Johann muss wieder los. Muss weiter anfeuern. Zusatzprüfung. Papi ist da. Hallo, geschafft. Johann hat sich so auf dich gefreut. Aber jetzt habe ich ja nicht sehr viel mitgekriegt, ne? Aber zumindest jetzt zur Siegerehrung, oder wie nennt man das? Ja, hat er Johann super gemacht. Dann haben wir Johann Geldbeutel bestanden. Stolz auf dich. Sehr cool. Sehr cool. So cool. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Johann hat eine Gürtelfarbe übersprungen. Richtig cool. Er ist jetzt direkt auf dem gelben Gürtel gelandet. Nur ein bisschen groß. Nur ein bisschen, ja, der ist ein bisschen lang, der Gürtel, ne? Oh, ich bin so stolz auf dich. Jetzt wird gefeiert. Johann hat sich was ausgesucht. Wo wird gefeiert? Bei McDonald's. Genau, da fahren wir jetzt hin und dann lassen wir den Abend ausklingen. Hallo. Dann würde ich sagen, genau, Elisa, mache ich jetzt Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.